Hype in den Chat. Wolle Wolf! Wolle unterstrich Wolf cheert. X100. MHMM Werbung. Vielen Dank auch dir. Vielen lieben Dank. Ey, das ist so viel Liebe, Unterstützung. Das ist so lieb. Dankeschön. Also unser Knast, kannst du sagen, was du willst, aber der läuft. Der läuft. Einfach so. Hätte keiner ahnen können, aber es ist so, das funktioniert. Hype Train! Oh, wir müssen mal ganz kurz eine Razzia mal durchstarten. Mal kurz mal schauen, was wird hier so gefunden? Das ist die Frage, meine Lieben. Ja, Messer ist auf jeden Fall schlecht. Ne? Messer im Knast, schwierig. Aber wenn wir die Sachen abnehmen, ich fände das irgendwie cool, wenn es dann so eine Art Asservatenkammer für das Zeug gäbe. Und man das dann ab und zu mal in Kisten verladen müsste, um dann das wegzuverschiffen oder wegzufliegen oder wie auch immer. Oder dann, was weiß ich, ein Gremium kommt und das dann abholt oder sowas. Ja, keine Ahnung. Das wäre irgendwie cool. Fände ich irgendwie cool. Schon cool, wenn man das dann wirklich physisch wegpacken müsste. Und nicht, dass die das nur einsammeln, ne? Okay. So. Unsere neue Insel hier wächst und gedeiht. Wir könnten aber nochmal ganz kurz ein bisschen an der Glaubhaftigkeit hier arbeiten. So. Dann noch ein bisschen Sand. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind. Und da können wir noch ein bisschen... Da können wir auch noch ein bisschen was machen. Jetzt noch zwei Inseln. Ja, wir haben die erweitert. Und bauen da jetzt gerade so ein bisschen dran rum. Aber das kostet halt auch unfassbar Geld, ne? Ah ja. Ich dachte, unsere Bewährungsanhörer haben sich jetzt einfach ertränkt. Ja, ersoffen. Weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Dass niemand, jeden Tag sind sie da und nie kommt einer. Das wäre schon traurig gewesen. Erstmal ein Döschen, meine Lieben. Spielst du heute noch Star Citizen? Ich denke nicht. Ausrufezeichen Plan, Hund. Ausrufezeichen Plan. Okay. Können wir da schon wieder... Können wir hier schon wieder was Neues machen? Nein. Nope. So. Alter, ist hier was los, ey? Alle am Spachteln. Reicht das überhaupt? Reicht das überhaupt? Jo, reicht genau aus. Perfekt. Oh, da hat irgendjemand was gefunden. Wo ist denn? Wurde der schon kontrolliert? Dass die immer mit dem Tablett rumlaufen. Hm. So. Okay. Kommt der nächste Hubschrauber? Da ist schon wieder eine. Vorbereiten, Bewährungsanhörung. Die haben ein bisschen Probleme, glaube ich. Jetzt gehen sie wieder. Okay. Okay.
Steck an, das schauen wir mal. Schauen wir mal. Je nachdem, wie wir rauskommen. So. Oh, da hängen auch viele. Da müssten wir mal so ein automatisches Ding machen, glaube ich. Das wäre irgendwie wichtig. Und wenn das jetzt so groß ist, dann können wir hier das Ding hier komplett so, wie es ist, kopieren. Da hätten wir 79 normale Haftzellen für einfache Häftlinge. Ich will gar keine gelben oder groß oder roten erstmal haben. Eine reicht. Die ganz normalen, einfachen Leute. Die machen nämlich die Arbeit. Und die sind pflegeleicht. Weil wir brauchen gar nicht so viel Geld, aber wir können dann hier manche Sachen betreiben, wie den Laden, der ja auch hier 4 Theken hat und sowas. Also da kann man richtig was machen. Kommen nicht rein, weil ich nur Personaltüren habe. Ist das so? Naja, aber das ist doch normalerweise kein Problem. Weil Besucher sind es ja nicht. Besuchertüren sind das ja auch nicht. Besucher in das Gefängnis können, ohne dass sie eine Wache zu öffnen, Wachen und das Personal können sie ebenfalls benutzen. Häftlinge allerdings nicht. Sollen wir da mal Besuchertüren reinbauen? Ja komm, machen wir mal Besuchertüren rein. Warum nicht? Probieren wir es mal aus. Auch außen am Zaun. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, wo da der günstigste Weg dafür ist. Machen wir den ja auch weg. Wegreißen. Wegreißen. Fangen wir mal hier ein bisschen an. Also, jetzt brauchen wir erstmal Türen. Das machen wir jetzt hier Besuchertüren her. Dann haben wir Besucherzauntüren. Okay, das war jetzt hier unsinnig. Da kommt noch das hier rein. Nee, da Quatsch, das war schon richtig. So. Gut. Okay, dann müssten wir das jetzt hier auch machen. Dann müssen die da lang. Schauen wir mal, ob das hilft. Ich bin ja da gespannt, ne? Okay. Und dann müssen die da theoretisch ja auch durch. Mal gucken. Knackis kommen hin. Die Gefangenen kommen da bis dahin durch. Ja gut, aber da laufen ja Wachen rum. Die können die ja dann reinlassen. Aber jetzt schauen wir mal, ob die Bewährungsleute jetzt da reingehen. Vorhin sind sie ja auch reingegangen. Oh, die Musik ist gerade ein bisschen anstrengend. Aber hier sind auch immer noch null in Warteschlange für die Anhörung. Obwohl offiziell 30 Häftlinge bereit für die Bewährung angeblich sind. Das ist das, was mich wahnsinnig macht. Ja, das weiß ich schon, dass man das ansehen kann. Im Übrigen könnte man da ja zwar nur für Personal das ein bisschen zumachen. Das nicht. Das auch nicht. Machen wir das mal so. So. Müssen wir mal, warte mal, machen wir anders. Ich glaube, das muss gar nicht. Das muss man gar nicht so. Immer noch null in Warteschlange.
Wenn ich neu ansitze, auch nicht. Ups, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht gerade. Schauen wir mal. Okay, hier oben nur für Personal als Schnelldurchgang. Der Bereich ist eigentlich nicht. Okay, das passt. Der Lagerraum ist auf jeden Fall nur für Personal. Der Bereich, den dürfen die auch nicht verwenden. So. Jetzt schauen wir mal, was können wir noch vergeben. Ist okay. Ja, so passt eigentlich. Bin nur durch Zufall auf deinen YouTube-Kanal aufmerksam geworden und hab mir ein Video angesehen und sofort süchtig nach Videos von dir geworden. Dankeschön! Ein neuer Zwerg. Marcel! Dankeschön für 3 Subs an die Community. Vielen lieben Dank für deinen mega geilen Support. Du schenkst an Apex Chief einen Sub. Der ist im 3. Monat jetzt. An Ringo im 1. Monat. Oder Night Player auch im 1. Monat. Vielen, vielen Dank für deinen mega, mega, mega geilen Support. Dankeschön. Vielen Dank dir. Sokora, hallöchen. Ein neuer Zwerg ist in mir. Dankeschön. Marcel, das ist so lieb von dir. So viel Support, ey. Dankeschön. Ohne Scheiß. Vielen Dank dir. So. Okay. Designed with dogs and helipads. Okay, schnelles Bauen. Haben wir jetzt auch wieder was Neues. Die Waffenkammer. Pläne umsetzen. Elite-Truppen, Sanitäter und Feuerwehrmann. Ah, okay, das geht immer noch. Okay. So, schauen wir mal. Mipa, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Hallöchen, schön, dass du dabei bist. Der Mipa. Soll die Anzeige nicht eigentlich auf 170 sein oder wird da was anderes gezählt? Manchmal braucht die Anzeige, du meinst die hier, ja, die da, die braucht manchmal ein bisschen, Marcel. Die braucht manchmal ein bisschen. Und, oh, du hast ja den neuen Badge mit dem Top-Subgifter. Dieses Geschenkbox mit der 1 vorm Namen steht ja bei dir. Mega cool. Ich lurke heute mal. Mipa einfach zurücklehnen, bisschen entspannen und einfach einen schönen Abend haben. Das ist es. Wolle Wolf, hau rein. Lass dir gut gehen. Ich hoffe, ich sehe dich morgen bei Surviving Mars wieder. Würde mich ja sehr freuen. Ah. Bin dabei. Mega gut. Freue ich mich. Ah, so, meine Lieben. Läuft schon. Wie gesagt, aber Marcel, mach dir keinen Kopf. Manchmal braucht dieses Tool unfassbar lange, um diesen Count zu machen, weil der immer weiter hochzählt. Und das dauert, und der aktualisiert aber nicht dauernd mit Twitch-Servern, weil sonst wäre das ja übelst schwierig. Und deswegen dauert das manchmal ein Stückchen. Aber ich schau mal drauf, dass es das auch macht. Kurze Frage, bestimmt lange Antwort. Wie kamst du das zu YouTube und Co. zu machen? Ist tatsächlich eine ganz einfache Antwort. Es ist, klingt jetzt doof, aber die meisten YouTuber haben eigentlich dieselbe Story, wie sie angefangen haben. Ich habe damals mein allererstes Spiel, was ich gespielt habe, da habe ich mich im Internet nach Tutorials zu Tode gesucht. Es gab einfach zu diesem Spiel damals nichts. Keine Anleitung, keine Hilfe, keine YouTube-Videos dazu, gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, nachdem ich es dann tagelang rumprobiert habe und dann mal gelöst habe, wie es funktioniert, ja, habe ich mir gedacht, dann machst du doch mal ein Video dazu, damit das andere das Problem nicht haben.
Und genau so war's. Dann habe ich ein paar Videos dazu gemacht und dann ein paar mehr und irgendwann ein paar ganz viele und jetzt habe ich über 7000 Videos auf YouTube. Schon nicht schlecht, oder? Häftlinge kommen nicht durch die Besuchertüren. Jetzt wird's langsam strange. Jetzt wird's langsam echt strange. So, jetzt reißen wir das wieder ab. Hier oben reißen wir es auch ab. Und hier reißen wir es ab. Gucken wir mal. Was war denn das erste Spiel? Rigo, das war tatsächlich Gnomoria. Gnomoria war mein erstes Spiel damals. Und auch eins der geilsten, muss man dazu sagen. Gucken wir mal schnell. Hat immer noch keine Auswirkungen. Obwohl 32 auf Bewährung warten. Also wir könnten da richtig gut Arbeit machen. Aber das müssen wir auch abreißen. Ach, du wärst beim Psychiater entlassen. Das kann natürlich auch sein. Wir brauchen ja erstmal einen Termin. Oh, ich weiß gar nicht, ob das noch drin ist, Rigo. Das ist schon so lange her. Das ist wirklich schon super lange her. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir erweitern nochmal unseren unseren Psychiatrie-Block hier oben. Der wird weiter erweitert. Und dann machen wir hier Folgendes. Dann gibt es hier noch eine Türe rein. Und dann werden wir hier nochmal Strömchen legen. Heizungen werden wir ja auch brauchen, nehme ich an. Ey, wir haben noch einen Zugang hier. Theoretisch. Na gut, warten wir einfach mal. Ja, also ob das drin ist, wie gesagt, also... Ich gehe davon aus, dass es... Einfach Zwergtyp Gnomoria oder sowas eingeben, das ist bestimmt drin. Gelöscht habe ich es auf jeden Fall nicht. Levin! Levin, hallo! So, na also, das schaut doch gut aus. So, hier noch eine Mauer rein und dann sind alle happy, oder? Happy, happy. So. Kopieren. Wo haben wir es? Kopieren, schnelles Bauen, klonen. Echt jetzt? Na gut, dann warten wir halt kurz. Bis das fertig ist. Schauen wir mal. Du hast auf deinem YouTube-Kanal bei all Videos das älteste erst zu sehen. Genau, Floma. Genau, Floma hat recht. Marcel, es gab vor... Oh Gott, bestimmt im... Ich weiß gar nicht, wann der letzte Reset war, den Zwergtal war. Das ist auf jeden Fall schon lange her. Das ist schon sehr lange her. Wird langsam wahnsinnig. Das funktioniert hier nicht. Jetzt geht's. Aber jetzt komme ich nicht weiter. Muss ich wieder warten. Kaufen wie blöd ein. Muss immer warten, bis dann hier das nächste Ding fertig ist. Aber wenn es ein Reset gab, dann ist der auf jeden Fall schon ewige Zeiten her. Ich weiß nicht, Marcel, mach mal Ausrufezeichen FT. Mach mal Ausrufezeichen FT. Für Follower Time. Dann können wir mal gucken.
Bei Kanonenkarl zum Beispiel, ich glaube, da war in der Zeit kein Reset. Also kein Zwergtaler Börsencrash oder sonst irgendwas. Zwergen. The Dark Roy, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Ich hoffe, es geht dir gut. Maurice probiert es auch aus. Checkt mal ganz kurz. Vor 9 Monaten schon. Alter Schwede, da könnte ein bisschen Reset dabei gewesen sein. Du hast vor 3 Tagen 23 Stunden gefolgt. Oder? Okay, das ist natürlich, Marcel, das ist dann natürlich schwierig. Da hast du keine Zwergtaler dann da. Floma mit 1 Jahr schon am Start. Wahnsinn, oder? 1 Jahr, 5 Monate ist Floma schon mit dabei. Ich freue mich, ohne Witz, ich freue mich, wenn es die ersten Batches gibt, die über 1 Jahr rausgehen. Die sind... Ihr habt jetzt so die Anfänge, aber die diese späteren Sub-Badges, die schauen so geil aus. Diese 1 Jahr und älter dann auch. Richtig, richtig cool. We could play blank, blank, 182. Lay around the house and daydream till the afternoon. Thinking about the times that we had when this was all that we knew. When this song was still new, when this song...